Herr Dieners, Ökotex gilt als Vorreiter bei Textilzertifizierungen. Zertifikate sind ja für Konsumenten auch ein wichtiger Wegweiser. In der Zwischenzeit gibt es aber schon relativ viele. Das stiftet ab und an auch einiges an Verwirrung. Woran soll man sich denn Ihrer Meinung nach halten? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. Die Vielzahl der Zertifizierungen und Siegeln sind tatsächlich wirklich für den Endkonsumenten nicht eindeutig zu bestimmen. Warum ist das so? Weil natürlich jedes Siegel ganz speziell Fokus hat auf bestimmte Gebiete. Es gibt Siegel, die wir alle kennen, die beschäftigen sich damit, dass es den Bauern auf dem Feld gut geht, dass er gerechte Entlohnung bekommt für seine Produkte. Es gibt Siegel, die sich vornehmlich um die Frauenrechte kümmert und alles wird aber so in einem Topf geworfen und dann fällt natürlich da eine Bewertung schwer. Das, was die Ökotex macht und auch gemacht hat seit 1992, ist fokussiert auf Textilien und auch fokussiert auf Lederprodukte. Und wir betrachten human, spezifisch die Einwirkung von Chemikalien und haben uns zur Aufgabe gemacht, den Endkonsumenten zu gewährleisten, dass die Textilien, die im Verkauf liegen und die schlussendlich getragen werden, keine negativen Auswirkungen auf seine Gesundheit hat. Mit einem strengen Kriterienkatalog, wo wir eine Vielzahl von Chemikalien, von Substanzen prüfen, das sehr wirklich streng machen, aber auch gleichzeitig in den Unternehmen, wo die Textilien hergestellt werden, über die Grenzen hinaus zu schauen, wie gehen die eigentlich auch mit den Chemikalien um, wie ist das Chemikalienmanagement, wie ist die Qualitätssicherung, und mittlerweile haben wir es auch so weit ausgeweitet, dass wir selbst nach den Arbeitsbedingungen, ich nenne es mal ganz global, nach den Menschenrechten auch schauen und das zu Ausschlusskriterien gemacht haben, um einfach zu gewährleisten, dass wir rundherum wirklich dem Endkonsumenten ein sicheres, also nicht nur ein technisch sicheres, chemikaliensicheres Produkt anzudienen, sondern auch die Faktoren soziale mit da drin beinhaltet haben. Das heißt aber, es wird den Konsumenten nicht ganz erspart bleiben, auch nachzuschauen, zu recherchieren, was ist für mich wichtig dann. Also auf den ersten Blick ist das nicht zu erkennen. Man muss schon wissen, wer was macht auch. Man muss in jedem Fall sich informieren. Das bleibt einfach nicht aus. Was lässt sich denn heute seriöserweise auch garantieren und was nicht? Ich stelle mir diese Frage immer wieder. Ich spreche auch mit unterschiedlichen Leuten. Es ist ja sehr schwierig, also diese komplexen textilen Ketten überhaupt zu überblicken und da so etwas wie Transparenz reinzubringen. Wie sehen Sie das? Also was lässt sich garantieren, was lässt sich nicht garantieren? Ja, auch mit der Garantie, das ist immer so eine Sache. Die Forderung nach Transparenz wird wirklich immer stärker und auch zu Recht. Wir hier bei Ökotex haben gerade mit diesem Fokus ein Label entwickelt, nämlich das Made in Green Label, wo Sie über den Scan eines Barcodes oder QR-Codes die textile Kette sehen können, ganz genau wissen, wo ist das Produkt hergestellt worden, das möglicherweise auch für jede Produktionsstufe, also von der Spinnerei über die Weberei, über die Veredelung und Färberei bis hin zur Konfektion in Betrieben, die halt auch von uns klassifiziert sind.
da haben wir ein eigenes Programm, das nennt sich STEP, Sustainable Textile and Leather Production, wo wir gerade, was die Themen Nachhaltigkeit betreffen, wir hier sehr tief ins Detail gehen und mit unserer Zertifizierung sicherstellen, dass halt die Nachhaltigkeitsaspekte entsprechend berücksichtigt sind. Aber stoßen Sie immer wieder an Grenzen mal oder an Punkte, wo Sie sagen, da kommen wir nicht hin? In dem Zusammenhang eigentlich, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, nicht. Es gibt sicherlich Betriebe, die sehr, sehr am Anfang sind ihrer Entwicklung hinsichtlich, ich nenne das mal Modernisierung. Da tun wir uns natürlich auch schwer, diese zu zertifizieren. Aber zu uns kommen die Betriebe ja freiwillig, sie werden ja nicht gezwungen. Und das ist auch der Vorteil dieses Assessments. Sie bekommen einen ganz guten Überblick, was in den Betrieben eigentlich passiert, wo ihre Lücken sind, wo sie Nachholbedarf haben, wo sie investieren müssten, was sie auch hinsichtlich der sozialen Forderungen zu erledigen haben. Das stellen wir ja da alles fest und geben eine Art Benchmark für die Unternehmen, die das dann konsequenterweise abarbeiten können. Es ist ja so, dass sich heute kaum ein Textilunternehmen mehr leisten kann, Nachhaltigkeit komplett zu ignorieren. Sie kennen die Industrie sehr gut. Haben Sie das Gefühl, dass sich hier doch beginnt, grundlegend was zu verändern? Ja, absolut. Das beobachten wir, das stellen wir einfach auch fest anhand unserer steigenden Zertifikatszahlen. Unternehmen nutzen uns im Grunde genommen, ihren Nachweis zu erbringen, inwieweit nachhaltig gehandelt wird. Zunächst ist es, wie es mal immer auch so ist, die Leuchtturmunternehmen, die sich auf diese Art besonders positionieren möchten. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ja auch große Retailer verlangen, dass deren Produzenten und Lieferanten entsprechende Zertifizierung vorweisen. Also es ist eine gewisse Dynamik entstanden, die tatsächlich auch hinsichtlich der Wünsche der Kunden wirklich förderlich ist. Zertifizierungsprozesse sind ja auch zeitlich und finanziell durchaus aufwendig. Das ist oft für kleine Unternehmen gar nicht oder kaum zu machen. Was raten Sie diesen? Ja, Definition von kleinen Betrieben. Es ist tatsächlich so, dass auch in unserer Zertifizierung die Kosten immer diskutiert werden. Ich persönlich finde, gerade in der Nachhaltigkeitszertifizierung, die Kosten belaufen sich auf ca. 3.000 bis 4.000 Euro pro Jahr, auf 3 Jahre gesehen. Das finde ich jetzt nicht unbedingt nicht stemmbar. Also es ist ja im Bereich des Realistischen, dass ein Unternehmen, was x Millionen Umsatz macht, 4.000 Euro im Jahr für so eine Zertifizierung ausgibt, das passt schon. Das, was nicht wegzudiskutieren ist, ist natürlich der Aufwand. Das erledigt sich nicht von alleine, wobei es in unseren Augen auch wichtig ist, dass Personen in den Unternehmen nominiert werden, die sich gerade hinsichtlich der Themen, die uns da ja drücken, Ressourcenschonung, Effizienzsteigerung, dass die sich darum kümmern. Also es ist jetzt nicht direkt eine einseitige Ausgabe, sondern es führt ja zum Wohle des Unternehmens, sich in Summe weiterzuentwickeln. Und von daher, denke ich, kann man das sehr gut argumentieren und ist auch der Aufwand in meinen Augen gerechtfertigt. Sie wissen, in Deutschland wird im Herbst das Lieferkettengesetz erwartet, dass Unternehmen auch im Ausland Sorgfaltspflichten auferlegt. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang Zertifizierungen? Was bedeutet das auch für etablierte Zertifizierer? Naja, zunächst mal, eigentlich sollte es ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir
Menschen miteinander, nicht nur im privaten, sondern auch im Geschäftsleben, fair und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und jetzt sehr hoch natürlich übersetzt ist dieses Lieferkettengesetz ja nichts anderes. Wir bei Ökotex haben alle Forderungen bereits in unseren Zertifizierungen beinhaltet, damit entsprechend die Lieferanten einen Nachweis erbringen können. Ich verstehe so ein bisschen die Diskussion nicht darüber, weil, wie anfangs auch gesagt, ich das ganze Thema tatsächlich für eine totale Selbstverständlichkeit halte, dass wir untereinander uns auch umeinander sorgen. Aber wie wir sehen, gibt es vermutlich dann doch noch zu viele, die das nicht tun, sonst würde es kein Gesetz brauchen. Ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, aber mag sein, dass da auch die Politik ein bisschen zu übermotiviert ist. Es gibt ganz klar Bedarf, ist gar keine Frage, aber ich sehe das tatsächlich als Eigeninitiative der Industrie und ich bin auch sicher, dass die Industrie das zum allergrößten Teil auch so wahrnimmt und auch diesbezüglich handeln und handeln wird. Nochmals zurück zu Ökotex. Sie bieten, wie gesagt, seit 25 Jahren Zertifizierungen an. Wie sehen Sie Ihren Weg in die Zukunft? Was steht an? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie auch? Ja, Entwicklung ist ein ganz großes Thema bei uns. Die Herausforderung ist, den Kunden noch mehr zu verdeutlichen, transparent ihre Kaufentscheidungen treffen zu können. Was heißt das? Wir werden mit Beginn des kommenden Jahres einen CO2-Abdruck in unsere Zertifizierung integrieren, in erster Linie für STEP, dann etwas später auch für Made in Green, um tatsächlich im B2B, also der Einkäufer, im ersteren Falle eine Entscheidungshilfe zu geben, tatsächlich nach dem CO2-Fußabdruck seine Kaufentscheidung zu treffen, später auch dem Endkonsumenten eine Möglichkeit zu geben, möglicherweise mit einem Ampelsystem, das wissen wir noch nicht genau, wie das schlussendlich ausgestaltet ist, aber halt rational mit Zahlen zu entscheiden, ja, ich wähle dieses Produkt, weil es einfach weniger CO2 benötigt hat. Weil das, was wir nicht vergessen sollen und auch dürfen, unsere Gesellschaft steht in meinen und unseren Augen vor wirklich großen Herausforderungen, was die Ressourcen dieser Welt anbetrifft. Und ich bin jetzt, wie gesagt, wenig politisch und auch nicht grün, sondern es ist die reine Vernunft. Wir müssen was tun und wir müssen Bewertungsmaßstäbe schaffen, dieses Tun auf eine gute Basis zu setzen und dem Kunden, dem Endkonsumenten, wie aber auch dem B2B-Kunden die Möglichkeit zu geben, eine Wahl zu treffen, das zu wählen, was unsere Ressourcen schont. Das wird eine Riesenaufgabe oder ist heute schon eine Riesenaufgabe, aber wir realisieren sie. Das Gleiche ist für den Water Footprint, den gibt es ja genauso. Der ist uns auch in gleichem Maße wichtig, dass halt Wasserverbrauch sichtbar wird für den Endkonsumenten, aber auch für den Einkäufer. Das ist ein sehr, in Summe ein sehr komplexes, schwieriges Thema, weil zum Beispiel, das kann man sich so als Außenstehender auch gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Baumwolle, die in Usbekistan angebaut und auch veredelt wird, einen anderen CO2-Ausstoß und auch Wasserverbrauch hat, als die Baumwolle aus Ägypten. Es ist also sehr länderspezifisch und Sie brauchen eine sehr gute Datengrundlage, um da die entsprechenden Bewertungen vornehmen zu können. Ist jetzt alles ein bisschen technisch, aber soll einfach zeigen, wie komplex dieses Thema ist. Damit sind wir auch dann, glaube ich, wieder Pionier, weil kein anderes Siegel das zu diesem Zeitpunkt
in den Zertifizierungen beinhaltet. Und ich bin aber wirklich sehr, sehr froh, dass wir diese Entwicklung angegangen sind und ich freue mich einfach riesig auf die Realisierung. Es gibt viel zu tun. Absolut, absolut. Herr Dieners, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen und auch schon aktuellen Vorhaben. Sehr gerne. Danke Ihnen recht herzlich.